Dimitri, Komos, Kalala, Kevin Groß. Oh mein Gott, das ist richtig, Alter. San Diego heißt Kevin. Er ist der neue Kevin. Okay. Hey Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Und wir machen mal wieder einen Test von testedich.de und diesmal von SpongeBoss, der legendäre Rapper. Wir fangen mit der ersten Frage an. Und die erste Frage ist, wer ist SpongeBoss? Da gibt es verschiedene Antworten. John Rapper, San Diego, Kollega, Mama oder Julians Blog. Julians Blog ist natürlich der das JBB erfunden hat, deswegen auch Julians Blog Battle, ne? Mama erst recht nicht, Kollega ist ein ganz anderer Typ, John Herber erst recht nicht, es ist auf jeden Fall San Diego. Das wusste man auch nicht so lange, irgendwie so seit einem Jahr oder so weiß man das ungefähr, dass es San Diego ist. Wann fing SpongeBoss Karriere im JBB an? Also ich würde sagen, JBB hat er 2013 angefangen. Jeweils habe ich bisher noch nichts davor gefunden, was er bisher gemacht hat. Welche Schuhe hat SpongeBoss an? Jordans, Yeezys, Chucks, keine Nikes. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass er Yeezys anhat. Ich bin mir nicht sicher, aber es kann sein. Was für eine Rolle gibt SpongeBoss vor zu sein? Ja, kann man sich denken. Ein Drogendealer, ein Streber, ein krimineller Schwammrapper, ein netter, hilfsbereiter Schwamm. Ja. Der und nett. Ich will einfach mal das sagen. Das trifft mich so am besten, weil sein Videos ist immer so ein bisschen illegal, kann ich einfach sagen, ne? Welches war SpongeBoss längstes Musikvideo? Das ist einfach. ACAB kann sofort weg. SpongeBoss vs. Ahmed, das kann auch weg. Das kann auch weg. Das ist das Neueste, was er hat. Das, was am längsten ist, ist der Geodis von 2014. Decken 35 Minuten. Komplette Zerfickung. Welches ist sein meistgeklicktes Webvideo? Ich glaube echt das. Das Star von the Bottom. Alkoholiktik Infinity Payback for San Diego ist auf jeden Fall das, was ganz oben steht. Wovon rippt SpongeBoss immer? Vom Gangster Life, die ganze Zeit Plankton Hit und Krabbenkuchen nehmen und so weiter. Alle Kinder zum Lachen bringen, teuren Autos, viele schon, dass seine Musikvideos immer Joke waren. Moment mal, hatten wir das nicht schon einmal? Der schlauste Mensch der Welt zu sein, sie den Führerschein noch nicht geschafft zu haben. Nee, das war Gio. Hier ist das Album, wo Yellow Bambitza drin ist. Krabben Coca-Cola Tape. Kaufen Sie jetzt das neue Krabben Coca-Cola Tape. Ist jetzt verfügbar für nur 19,99 €. Kaufen Sie jetzt, ist jetzt im Shop da. Okay. Plankton Weed Tape, Krabben Coke Tape, Salad von der Bottom. Genau, Salad von der Bottom ist das Richtige hier. Über welche Regierung rappte er mal in einem Song? John F. Kennedy, Donald Trump, Wladimir Putin, George Washington. Ich glaube, es ist das. Mit wem hat er am meisten Beef zurzeit? Stand 6.6.2017. Das ist einfach Kollega. Wie heißt San Diego mit echten Namen? Wladimir Chakov, Dimitri Joschka, Dimitri Chakov, Dimitri Komos, Kalala, Kevin Groß. Oh mein Gott, das ist richtig, Alter. San Diego heißt Kevin. Er ist der neue Kevin. Alter, das ist richtig, Mann, Alter, ey, Dicker, das muss ich ankreuzen, Mann. Nein, Spaß zur Seite, ist natürlich Dimitri Chapkov, das weiß ja jeder heutzutage. Mit wem hat er San Diego an welchem Album gearbeitet und wie hieß es? Boss Aura, Kollega, Bushido, Classic, Genetik, DNA, Entertainment, Feder Gottes, Tunes, Blog, Analyse. Boss Aura, Kollega, früher waren die besten Freunde. Wie hieß San Diegos Webcue? Moneyway and Shouters, Kevin. Oh Gott, das passt ja eben schon wie mit Kevin. Wie hieß San Diegos Webcrew? Moneyway and Soldiers, Kevin Clapton, Gio ist ein Nazi-Gang und nein, er ist kein Nazi. Bosshaft Crew, BBM, Bikini Motto Mafia, wie hieß? BBM ist das, was er jetzt hat. Wie hieß? Und vor allem San Diego. San Diego war früher bei Moneyway and Soldiers. Warum wurde San Diego damals gehasst? Autotune, sein Aussehen, dass er mit John Rapper befreundet war, weil er so schüchtern war, weil man dachte, er wäre schwul. Das ist jetzt schwierig, weil Autotune hat er früher ja auch benutzt. Ich habe das meiste eher von Autotune gehört. Also ich würde sagen Autotune. Wegen wem wurde San Diego gehasst? John Rapper? John Rapper, glaube ich, damals. Weil der hat ja einmal früher einen Diss gegen ihn gemacht.
Wie viele Kinder hat San Diego? 1, 3, 8. Ja, gut, ne? Keins, er ist minderjährig. Nein, San Diego ist 28. Minderjährig kann er nicht sein. Ich tippe einfach mal auf die 1. Welche Religion ist er? Judentum, Moslem, Islam, Christentum, Hinduismus? Das ist eine schwierige Frage. Ich nehme einfach Christentum, weil ich das selber bin. Aus welchem Land kommt sein Name? Nicht aus welchem Namen kommt sein Land, Alter. Was ist das denn? Russland, Polen, Jerusalem, Türkei, Griechenland. Ich glaube, ich schwenke so zwischen den beiden. Ich nehme einfach mal Polen. So, wie hieß der Julius Block Diss-Track? Er hat mal einen Diss-Track früher gemacht. Der könnte Napoleon Komplex heißen. Julius Work 1000 Bars. Diss-Track. Da würde er besser passen. 1000 Bars. Kollega Diss. Nobody. Apokalyptik. Nein, das ist der durchgehende Double Time. Der hieß Nobody. Letzte Frage. War San Diego einer der ersten Rapper überhaupt, die Autotune benutzten? Glaube schon. Einer der ersten auf jeden Fall, aber nicht der erste deutsche Rapper. Wir sind fertig, wir werten mal aus und Money Rain und BWM Member. Haben wir hier noch unsere Auswertung? Ja gut, wir können jetzt echt viel sehen von diesem Test. Ich hätte wenigstens gedacht, dass wir irgendwie noch so sehen können, was wir jetzt erreicht haben, aber anscheinend nicht. Hier steht nur Money Rain und BWM-Member. Ich würde sagen, Freunde, das war's schon mit dem Video. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch einfach mal eine gute Bewertung da. Würde mich mega freuen. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder, Freunde. Habt dran stark, haut rein und tschüss.